Willkommen zu Teil 2 der beiden Videos über die Graphen von Sinus- und Kosinusfunktionen. Hier werden wir die Prinzipien, die bereits in Teil 1 behandelt wurden, alle zusammenfassen und gemeinsam betrachten. Und anschließend gibt es noch ein paar Anwendungsbeispiele. Nun versuchen wir diese ganzen Prinzipien miteinander zu verbinden, und zwar Schritt für Schritt. Du hast hier ein Beispiel, wo eine Sinusfunktion in vier einzelnen Schritten immer weiter modifiziert wird mit all den vier Optionen, die wir haben. Überleg du dir mal, was hier genau passiert. Lass dir ruhig Zeit dafür. Wir werden das auch gleich auflösen. Viel Spaß. Lass uns das Ganze gleich kurz und schmerzlos durchgehen. Wir sehen, im ersten Schritt multiplizieren wir die Sinusfunktion mit 2. Demnach, jeder Funktionswert wird doppelt so groß und wir strecken den Graph in die vertikale Richtung um den Faktor 2. Jetzt haben wir da im nächsten Schritt eine Addition von 5. Jeder Funktionswert wird um 5 größer. Damit verschieben wir die Kurve um 5 Einheiten nach oben. Der dritte Schritt ist vielleicht ein bisschen trickier. Da subtrahieren wir im Argument vom Sinus die 3. Das heißt, die Funktion kommt um 3 zu spät. Wir haben also eine Verschiebung um 3 nach rechts. Vor allem beim allerletzten Schritt hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Da multiplizieren wir offenbar das x im Argument vom Sinus mit der Zahl 4. Wir wissen dann natürlich, aha, ja gut, dann pendelt die Kurve viermal so schnell hin und her. Man ist natürlich versucht, hier die Zahl 4 zu schreiben, das ist aber falsch. In Wirklichkeit muss da ein Viertel stehen. Weil wenn es schneller pendelt, wird die Kurve zusammengedrückt und daher wird der Graph auf ein Viertel zusammengestaucht. Diese ganzen Gedanken, die kann man jetzt auch verallgemeinern. Das sehen wir hier in der nächsten Aufgabe, die schaut zunächst einmal sehr ähnlich aus. Allerdings haben wir hier allgemeine Parameter, wie zuvor A, C, Omega und Phi. Überleg dir auch hier mal ganz kurz, wie du das machen kannst. Kleiner Tipp, es geht ganz ähnlich wie direkt darüber. Ich wünsche dir da viel Erfolg. So, wie bereits zuvor wird im allerersten Schritt mit einer Zahl multipliziert, jetzt aber nicht mit 2, sondern mit irgendeiner Zahl A. Hauptsache nicht 0. Und das bewirkt natürlich eine Skalierung um den Faktor a. Im nächsten Schritt, und das ist jetzt der Unterschied zu oben, da wird zunächst im Argument der Sinusfunktion noch eine Zahl in der Multiplikation dazugeholt. Und dann haben wir gesagt, das Ganze presst in horizontaler Richtung zusammen oder zieht auseinander. Das heißt, wir haben hier eine horizontale Skalierung um den Faktor. Und jetzt müssen wir aufpassen. 1 durch Omega, wie zuvor. Okay. Der dritte Schritt, da sehen wir jetzt, das schaut vielleicht ein bisschen merkwürdig aus, aber wir setzen ja eigentlich wieder nur dort, wo das x gestanden ist, eine Funktion x plus phi durch Omega ein. Ja. Haben also eine Verschiebung und diesmal in horizontaler Richtung, aber nach links um den Betrag phi durch Omega. Der allerletzte Schritt, der ist jetzt schon fast trivial. Wir addieren wieder eine Zahl zur Funktion. Das bewirkt natürlich eine Verschiebung, in dem Fall um c Einheiten nach oben. Gut, das Beispiel ist jetzt an dieser Stelle noch nicht zu Ende. Das geht eigentlich noch weiter, dass wir das ein bisschen näher uns überlegen, wie sich das auf konkrete Funktionen auswirken kann. Und das sehen wir jetzt hier auf der zweiten Folie zu diesem Beispiel. Wir haben auf der rechten Seite nochmal ganz kurz zusammengefasst, was wir zuvor gemacht haben. Und jetzt wenden wir das an auf eine gegebene Funktion. Das ist die Sinusfunktion. Die steht schon hier oben. Das ist der erste Graph. Wenn du willst, übrigens kannst du jetzt das Video auch pausieren und es selber versuchen, aber ich gehe gleich darüber hinweg. Wir sehen hier im zweiten Schritt wird offenbar die Funktion multipliziert mit einem Faktor a, also wir betrachten die Funktion a mal das Sinus von x. Jetzt strecken wir dort um den Faktor 2. Demnach muss das 2 mal das Sinus von x sein. Im dritten Schritt, so wie es hier steht, haben wir a mal Sinus von Omega mal x. Das war ja die Stauchung in die horizontale Richtung. Jetzt sehen wir hier, die Funktion wird auf die Hälfte zusammengestaucht. Noch ganz kurz, was das heißt. Wir sehen hier eine Periode, die dauert hier bei der blauen Funktion von 0 bis Pi.
Bei der grau hinterlegten Funktion von zuvor, das ist f2, dauert doppelt so lang. Also demnach brauchen wir den Faktor 2 im Argument vom Sinus. Dann wird ja genau das Ganze auf die Hälfte zusammengestaucht. Nun betrachten wir hier im nächsten Schritt etwas Interessantes. Wir haben hier die Funktion a mal Sinus von Omega mal x plus phi. Und da ist von einer Stelle T0 die Rede. Und die Stelle T0, das ist interessant, da wird die x-Achse geschnitten. Und wo wird die x-Achse geschnitten? Naja, da muss ich da drinnen, wenn wir da schauen, ich markiere das jetzt in der Farbe Rot. Wenn wir da in der Klammer schauen, muss ja das plus das 0 werden, weil der Sinus an der Stelle 0, 0 ist. Und wann geht das? Da haben wir dann im Prinzip diese Gleichung da unten zu lösen. Also das ist die Gleichung Phi plus Omega T0 gleich 0, so wie wir es da oben quasi schon angenommen haben. Und wenn man da einsetzt, können wir kurz machen, wir haben minus Omega, also minus 2 mal minus Pi Achtel ergibt offenbar plus Pi Viertel. Und das können wir jetzt einsetzen. Jetzt haben wir also die Funktion 2 mal Sinus von 2x plus Pi Viertel. Soweit, so gut. Den letzten Schritt haben wir gesagt, der gelingt uns ganz, ganz einfach. Wir müssen nur die Funktion nach oben verschieben. Und da ist es gut, wenn man sich entweder an den Extremstellen orientiert oder an der Mittellinie. Da können wir uns hier anschauen. Die Extremstellen, die haben sich da genau um eine Einheit nach oben verschoben. Beziehungsweise die Mittellinie, man nennt das auch die Ruhelage, natürlich ebenfalls um 1, weil es ja mit der ganzen Funktion passiert. So kommen wir schlussendlich zum Endergebnis dieser Funktion f5. Und im Prinzip geht es immer sehr ähnlich nach diesem Schema, wenn man diese Sinus- und Kosinusfunktionen manipulieren will. Wir werden uns jetzt auch noch zwei ganz konkrete Anwendungsbeispiele aus der Physik und Technik anschauen. Ich hoffe, du findest sie besonders interessant, weil gerade das muss man als Naturwissenschaftler, zumindest in der Physik, wirklich gut verstehen und ganz besonders als Ingenieur, das heißt als Maschinenbauer und als Elektrotechniker ganz besonders, vielleicht auch ein wenig als Bauingenieur. Wir werden uns jetzt ein ganz konkretes Beispiel aus der klassischen Mechanik anschauen. Und zwar versuchen wir nun eine Schwingung zu modellieren. Das gelingt natürlich, wie schon gesagt, mit einer Funktionsgleichung von diesem Typus. Und wo könnte das angewendet werden? Da wäre zum Beispiel eine Feder, die ist zum Beispiel hier an der Decke montiert, hängt nach unten. Das ist eine schematische Zeichnung natürlich. Und da hängt jetzt eine Masse dran, die natürlich mit einer Gewichtskraft nach unten zieht. Jetzt kann man sich das so vorstellen, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt die Masse nur dranhänge, wird sich die Feder schon ein bisschen dehnen. Und zwar um die Länge y0. Das heißt, gegenüber einer Referenzposition, der wir die Koordinate 0 zuordnen, ist die Masse bereits ohne irgendeine Schwingung verschoben um einen gewissen Betrag y0. Also dieser Parameter, der auch in der Funktionsgleichung vorkommt, den nennen wir Ruhelage. Wenn wir die Funktionsgleichung ein bisschen näher anschauen, da sehen wir, dieses y beschreibt irgendwo die Position bezüglich dieser Referenzlinie, die da in grün dargestellt ist, in Abhängigkeit von der Zeit t. Und die hat eben diese Gestalt, kann auch als Kosinusfunktion ausgedrückt werden. Was das die Parameter bedeuten, schauen wir uns gleich an. Aber vielleicht noch zunächst der Graph. Das da unten wäre jetzt ein ganz konkretes Beispiel. Und da sehen wir, da haben wir eine Ruhelage verschoben um minus 2. Also vielleicht ist es irgendwie eine Feder. Und wenn ich da jetzt eine kleine Masse dranhänge, dann dehnt sich die Feder von Haus aus um 2 cm nach unten, sagen wir. Okay? Das wäre eine Möglichkeit. Und würde ich jetzt diese Feder von oben anstoßen, also in einen Klaps geben, dann würde sie sich in Bewegung setzen und hin und her schwingen. Und das würde eben beschrieben werden durch eine Funktion, die genau so ausschaut. Also
In dem konkreten Fall minus 3 mal der Sinus von 4pi mal t minus 2. Minus 3, der Dreier sagt uns, die Amplitude ist offenbar 3 cm nach oben und nach unten, bezogen auf die Ruhelage. Und das Minus sagt uns einfach, naja, der Klaps, der beginnt nach unten. Das 4pi, das ist ja offenbar das Omega und das ist auch ganz interessant. Weil wir haben ja gesagt, dass ich die Periodendauer t bekomme, wenn ich 2pi durch Omega dividiere. Das ist eine Gleichung, die ich umwandeln kann. Dass ich sage, Omega ist 2pi durch die Periodendauer. Und wenn wir da hinschauen, Periodendauer ist hier. Wir können einfach zwei so Punkte auf der Ruhelage vergleichen. Ich zeichne es vielleicht mit Rot. Hier beginnt quasi das Ganze. Und wenn wir dann quasi eine ganze Schwingung hinter uns haben, sind wir hier. Also bei der Zeit 0,5. Das könnte vielleicht 0,5 Sekunden sein. Und wenn wir jetzt quasi 2pi durch diese 0,5 dividieren, dann kommen wir auf 4pi. Können wir nochmal ganz kurz hinschreiben. Machen wir es so mit Brüchen. 0,5 ist ein halb und das wäre das t. Und wenn wir jetzt hergehen und sagen, 2pi dividieren wir durch ein halb, den Doppelbruch auflösen, kommen wir zu 4pi. Gut, mehr gibt es jetzt zu dieser Gleichung eigentlich noch nichts zu sagen. Gibt natürlich ganz verschiedene Formen. Und hier haben wir einen Spezialfall, wo die Masse in Ruhe ist und wir geben ihr einen Stoß, in dem Fall von oben. Das ist ein Spezialfall, wo eben diese Phasenverschiebung phi da, die wir oben in der Funktionsgleichung haben, 0 ist. Also das ist eine besonders einfache Darstellung einer Schwingung. Sehen wir auch hier da unten. Da in dieser Gleichung ist also diese Phasenverschiebung 0. Ein zweiter Spezialfall ist auch interessant. Wenn wir nämlich dieser Masse keinen Stoß geben, sondern sie einfach auslenken, das heißt wir halten sie fest, ziehen dran und zum Zeitpunkt 0 lassen wir los und sie fangen an hin und her zu schwingen. Das wäre eine Variante, da wäre nämlich die Phasenverschiebung phi genau plus oder minus ein halbes pi, je nachdem ob es nach oben oder nach unten ausgelenkt ist. Und jetzt wissen wir bereits, das kann man als Cosinus schreiben. Okay? Das heißt, hier hätten wir quasi den Fall, dass wir die Funktionsgleichung als Cosinus ohne Phasenverschiebung schreiben könnten. Also Omega t mit einer Amplitude natürlich vorne, mit Amplitude a plus y0. Also die Darstellung wäre da auch möglich, das ist besonders hübsch anzusehen. Auch in der Elektrotechnik spielen natürlich solche Schwingungen eine sehr große Rolle, und zwar bei der Wechselstromrechnung. Da sind nämlich die Spannung und der elektrische Strom keine konstanten Größen mehr, sondern zeitabhängige Funktionen. Die können zum Beispiel so aussehen, das ist eine Darstellung, die kann man eigentlich immer hervorrufen oder konstruieren, wenn man mit Strom und Spannung in der Wechselstromrechnung zu tun hat. In dieser Darstellung werden Sinusfunktionen verwendet, wobei jetzt die Spannung da gar keine Phasenverschiebung hat, die Stromstärke allerdings schon. Man spricht davon, dass Spannung und Strom zueinander phasenverschoben sind, und das ist auch tatsächlich sehr oft der Fall, wenn gewisse Elemente im Stromkreis vorkommen. Also besonders Induktivitäten und Kapazitäten, falls ihr das so sagt. Also diese Darstellung kann man auf jeden Fall immer erreichen, wenn man in der Elektrotechnik mit solchen Sachen arbeitet. Damals hinten noch zwei Konstanten dabei, U0 und I0. U0 könnte ein Gleichspannungsanteil sein und I0 ein Gleichstromanteil. Kannst dich vielleicht noch erinnern, es gibt ja nicht nur den Wechselstrom, sondern auch den Gleichstrom. Das Omega, das hier vorkommt, das hat auch eine ganz konkrete Bedeutung. Aber wie wir schon gesehen haben, Omega konnten wir früher berechnen, indem wir 2pi durch die Periodendauer dividieren. Und nachdem die Periodendauer der Kehrwert von der Frequenz ist, vielleicht sagt ihr der Begriff aus der Physik noch aus, kann ich das Ganze auch so schreiben, 2pi mal f. Wenn ihr das jetzt nicht sagt, keine Sorge, ich erkläre gleich, was das heißt. So, wir haben schon gesagt, die Phasenverschiebung spielt da eine sehr große Rolle.
Wir sehen auch gleich ein Beispiel von einer Funktion anhand ihrer Funktionsgraphen, wo eben so eine Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom genau der Fall ist. Das hätten wir nämlich hier unten. Da wird die Spannung in blau gezeichnet. Die hätte hier keine Phasenverschiebung, also die hat quasi ihren Durchgang durch die Ruhelage bei t gleich 0, also bei Zeit gleich 0. Und die Stromstärke haben wir in rot, da sehen wir die Kurve, die ist nach rechts verschoben, die ist auch ein bisschen flacher, aber das spielt da gar keine Rolle jetzt eigentlich so groß. Ich habe da nur exemplarisch noch einmal bestimmte Funktionsgleichungen genommen. Natürlich mit, schauen wir uns mal den Strom an, Amplitude, Verschiebung der Ruhelage, das wäre jetzt in dem Fall der Gleichstromanteil. Und dann haben wir da die Phasenverschiebung hier drinnen. Man sagt auch, der Strom läuft der Spannung hinterher, weil die zueinander phasenverschoben sind. Da bei der Kreisfrequenz wird es relativ interessant. Also das wäre unser Omega, ist 50 mal 2 Pi. Wenn ich jetzt da oben sage, ich nehme unser Omega, das ist 50 mal 2 Pi, ist gleich 2 mal Pi mal F. Dann kürze ich das 2 Pi weg und übrig bleibt F gleich 50. Und man misst das in der Einheit Hertz, also wie viele Schwingungen pro Sekunde. Und vielleicht habt ihr das noch in Erinnerung. Unser Haushaltsstromnetz, das ist ja ein Wechselstromnetz, das hat die Netzfrequenz 50 Hertz. Das ist in anderen Ländern teilweise ein bisschen anders, aber in weiten Teilen Europas ist es 50 Hertz. Also das wird man sehr oft bemerken. Was betrifft es die Periodendauer? Die Periodendauer, die ist der Kehrwert, das heißt, es wäre ein Fünfzigstel, in dem Fall Sekunden und ein Fünfzigstel Sekunden, das entspricht 20 Millisekunden und auch das können wir ablesen. Wenn wir da jetzt nämlich hinschauen, ich mache das jetzt in grün, wenn ich da zum Beispiel die Spannung nehme, also die blaue Kurve, und mir den Bereich anschaue von t gleich 0, bis t gleich 0,02 sehe ich, da habe ich genau eine Schwingung. Und 0,02, 2 Hundertstel, das wären genau die 20 Millisekunden. Oder man könnte auch sagen 20 Tausendstel. 0,02 Sekunden sind 20 Millisekunden und so lang dauert eine Schwingung im Stromnetz. Also da in der Physik könnte man sich wirklich einmal ein bisschen mehr beschäftigen damit. Das ist wirklich eigentlich sehr interessant und wie gesagt eine wichtige Grundlage auch für die Zukunft von Elektrotechnikern und für Physikern. Wir schauen uns jetzt noch ein letztes Bild an und das ist das Bild aus dem Arbeitsalltag eines Elektrotechnikers, aber auch von Elektrikern teilweise. Also auch in den Lehrberufen braucht man ein paar kleine Grundlagen dazu. Dieses Gerät, das ihr hier seht, das nennt man ein Oszilloskop. Und mit diesem Oszilloskop kann man genau die Schwingung in einem Wechselstromnetz wirklich sichtbar machen. Da wird im Prinzip ein Elektronenstrahl auf diesen Bildschirm von hinten auf diesen Bildschirm geleitet durch ein Magnetfeld. Und das ist irrsinnig schnell. Also es hängt ab von der Frequenz, die gemessen wird. Ja? Wenn da jetzt da, sagen wir mal, eine Periode auf dem Schirm wäre, dann würde dieser Elektronenstrahl wirklich 50 Mal in der Sekunde von rechts nach links und wieder zurück gehen. Das ist schon cool. Also es ist ein unglaubliches Stück an Technologie und das gibt es auch schon sehr lange. Also das ist nichts Neues. Wenn ihr die Gelegenheit einmal habt, dass ihr euch damit beschäftigt, macht es unbedingt. Das ist ziemlich cool. Man sieht hier, wenn wir nochmal ganz kurz auf die Kurve eingehen, das ist wieder so eine Sinuskurve und wenn man es wirklich besser verstehen will, was die Spannung oder der Strom aus unserem Haushaltsnetzwerk für eine Amplitude, also eine Spannung hat oder Frequenz, dann muss man sich genau diese Gedanken machen, wie wir gerade bei den Funktionen. Schaut es euch noch einmal genauer an, wenn es euch interessiert. Es ist wirklich interessant und ich hoffe, ihr könnt euch da in der Physik ein bisschen mehr begeistern jetzt dafür, wenn ihr seht, nämlich das, was ihr im Mathematikunterricht lernt, das ist nicht nur, um euch bei der Matura zu ärgern, das hat auch wirklich seine Anwendung. Im nächsten Video werden wir uns die Normalverteilung anschauen, genauer gesagt den Graphen der Normalverteilung. Da freue ich mich auch wieder irrsinnig, wenn du dabei bist. Es ist auch wahnsinnig interessant,
wie das Ganze zustande kommt und welche Eigenschaften wir dann auch entdecken können. Wir sehen uns, bleibt gesund und bis bald.